Wenn ich Fotos heute angucke, ich kann wirklich nicht hingucken. Habt ihr den Mond? Das ist der Fleischmann, Karl-Heinz. Der Fleischi? Der Fleischi. Du musst ihr einen Antrag machen, und zwar gleich. Oder vielleicht sogar... Lassen Sie, soll bei mir zwar nicht schon langsam einmal heiraten. Also nicht, oder? Mein Franz. Das geht los mit einem Klassentreffen. Wann war denn Ihr letztes Klassentreffen und wie war's? Also mein letztes Klassentreffen war tatsächlich letztes Jahr. Das war 20 Jahre Abi-Feier. 1997 habe ich Abi gemacht, 2007 haben wir uns wieder getroffen. Und es war, muss ich sagen, dahingehend ganz, ganz doll beruhigend, weil ich alle wieder erkannt habe und ich nicht das Gefühl hatte, man sieht jetzt in alte Gesichter, sondern es waren eigentlich alle noch echt recht frisch. Jetzt hat ja so jede Klasse, fast jeder Jahrgang seinen Superfeger. Das Mädel, wo alle draufstehen. Ich denke mal, das waren Sie damals. Das ist so nett, dass Sie das sagen, aber ich glaube, das war definitiv nicht der Fall. Ich war, ich hatte pink gefärbte Haare, vorne, hinten so eine einzelne blonde Strähne. Ich finde, ich konnte mich extrem schlecht kleiden und ich glaube, ich war mal so knapp daneben. Was mich erstaunt hat, aber das weiß ich auch nicht, wie ich das geschafft habe, in der Abi-Zeitung von 1997, da wurde so, alles wurde so gerankt, also der lustigste irgendwas, der schrägste, was weiß ich, und die bestgekleidete Abiturientin, und das, ich meine, das war ich, aber da sieht man mal, wie beschissen die Mode 97 war, weil wenn ich Fotos heute angucke, ich kann wirklich nicht hingucken. Also es war, ich war kein heißer Pfleger. Möchtest du, dass ich ausschaue wie eine heilige Hure? Das klingt eigentlich nicht schlecht.